Die Baufortschritte an der Mittelschule Karl Friedrich Gauß in Pirna-Sonnenstein sind nicht mehr zu übersehen. Zeit also, das Richtfest zu feiern. Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke begrüßt in seiner Rede in der zukünftigen Aula alle am Bau Beteiligten, aber vor allem die Schüler und deren Lehrer. Sie sollen ab Herbst die Schule beleben, wozu es derzeit aber noch einiger Fantasie bedürfe, so das Stadtoberhaupt. Freudig zeigte sich auch der Baubürgermeister, dass der Zeitplan eingehalten werden könne. Wir wollen jetzt bis zum August, Ende August, mit den Baumaßnahmen fertig sein. Wollen dann im September, Oktober die Bauabnahmen machen, die Einrichtung vorbereiten, den Umzug vorbereiten, die Klassenräume herrichten und so weiter. Und dann die Herbstferien nutzen, umzuziehen. Also ab Mitte Oktober gehen die, glaube ich, los. Und dann ist der Montag, der 4. November, den Termin, traue ich mich heute auch zu nennen, wäre dann der erste Schultag, auf den wir uns sehr freuen hier in dem Gebäude. Für die Schüler, die ihre Gäste mit Musik und selbst getexteten Liedern begrüßt hatten und ihre Lehrer, kann also langsam der lang ersehnte Umzug in die neuen Räume so gut wie beginnen. Die zukünftige Bleibe der Schüler und Lehrer soll mit hellen Räumen ein richtiges Wohlfühlklima schaffen. Die Schule wird mit einem Atrium, einer Cafeteria, großzügigen Freizeiträumen mit Poolbillard und Dart, einem funktionalen Lehrerzimmer sowie hochmodernen Fachkabinetten ausgestattet sein. Der Schulleiter der Gauß-Mittelschule kann es schon jetzt kaum noch erwarten. Wir verfolgen es jeden Tag mit Freude, gehen natürlich immer mal heimlich rüber schauen. Und seitdem das Gerüst in dieser Halle hier gefallen ist, ist das schon sehr beeindruckend. Extra Zeit genommen für diesen angenehmen Termin des Richtfestes. Mit all seinen symbolischen Handlungen hatte sich die Leiterin der Regionalstelle Dresden der Sächsischen Bildungsagentur Anja Stephan. Sie, die sonst mehr um Gelder ringt und hoffen muss, dass sie auch bewilligt werden, ist froh über eine solch neu geschaffene Einrichtung und ihre anstehende Fertigstellung. Ich genieße es, ehrlich gesagt, wie Sie es so richtig sagen, ja. Sind ja sonst eher mit den Problemfeldern in Verbindung. Und insofern freuen wir uns natürlich und danken auch dem Schulträger ausdrücklich, dass die Stadt diesen Beschluss gefasst hat und diese schöne Schule für die Mittelschüler hier auf dem Sonnenschein und für das gesamte Stadtgebiet baut. Das Gesamtvorhaben der in Passivbauweise errichteten Mittelschule auf dem Sonnenstein und der Abriss des alten Gebäudekomplexes sowie die Neugestaltung der Außenanlagen werden voraussichtlich 7,8 Millionen Euro betragen.